Herzlich willkommen bei 5 nach 12. Hier erfährst du mehr über Angst- und Panikattacken, die ich selber erlebt habe, über Leberzirrhose, die ich selber hatte und dank einer Transplantation geschafft habe, wieder ins Leben zurückzukommen und mein Leben danach. Hallo Freunde der Sonne. Heute geht es nochmal zum Thema Alkohol. Und was ich euch sagen kann, ihr werdet Teil eines Experiments. Mehr dazu im nächsten Video. Jemand hat mich gefragt, wie gehe ich jetzt eigentlich mit Betrunkenen um, wenn ich zum Beispiel zur Party gehe. Ich habe ja schon mal angedeutet bei dem Lebergeburtstag, dass da Leute waren. Das waren ja alles so meine Freunde und Bekannte, die Rücksicht genommen haben und sogar noch 0,0 Alkohol getrunken haben, was ich gut fand. Und am Wochenende war ich beim Fußball, wo ich nicht Leute kannte und die keine Rücksicht auf mich genommen haben. Und da habe ich euch mal mitgenommen. Und danach sage ich euch, wie ich mich gefühlt habe. Hallo Freunde der Sonne, heute mal wieder ein ganz anderes Video. Weil jemand hat mich gefragt, wie gehst du eigentlich mit Leuten um, die jetzt trinken, weil ich jetzt nicht mehr trinke. Das war eine gute Frage, ich konnte die aber noch nicht weiter beantworten. Aber wahrscheinlich kann ich sie heute beantworten, weil ich gehe das heute mal wieder zum Fußball. Ja, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder einen Shitstorm bekommen, weil das nicht euer Verein ist. Aber ist ja egal. Ich gehe heute das erste Mal wieder seit 4 Jahren, wo ich behaupten, ich habe schon überlegt, wann das letzte Mal war. Aber es muss 4 Jahre her gewesen sein, mal wieder zum FC St. Pauli. Ich hatte schon eine Dauerkarte. Ich habe die immer noch. Ich habe die bloß abgegeben an jemanden, wo ich die ganze Zeit krank war. Und heute ist wieder der Tag, wo ich mal die alten Leute von früher treffe. Und die werden garantiert Alkohol trinken. Ist ja klar, die haben ja nichts mit mir zu tun. Ja, ich nehme euch wieder mit. Ich werde dann auch ein Fazit draus machen, wie der Tag gelaufen ist. Ich habe mir extra sogar ein Hotelzimmer genommen, damit ich schön saufen kann und nächsten Tag dann nüchtern wieder rausgehen kann. Nee, es war Spaß. Ich habe mir ein Hotelzimmer genommen, weil ich früh gleich ins UKE muss. Also es wäre totaler Quatsch, weil das ist ein Abendspiel, Sonntagabend gegen FC Heidenheim. Erste FC Heidenheim, glaube ich, ist das. Da wäre das total Quatsch, wenn ich abends um 11 zu Hause bin und muss früh um 5 wieder aufstehen, wieder einen Zug setzen und früh um 7 Blut abnehmen zur Kontrolle. So habe ich mir gedacht, nehme ich mir ein Hotelzimmer. Ich nehme euch auf alle Fälle mit. Ich bin FC St. Pauli-Fan. Es tut mir leid, es werden bestimmt jetzt hier 50% wieder gehen und sagen, oh, das hätte ich ja nicht von dir gedacht. Dann geht. Egal, ich nehme mich wieder mit und ich werde berichten, wie es war. Auf geht's. So, meine Freunde, ich bin angekommen im Hotel. Ich zeige euch das mal kurz. Klein, aber fein. Muschelbubu-Licht hier drin. Aber cool. Und jetzt kommt der Knüller. Pass mal auf. Oder passt mal auf. Ich bin da unten am Bahnsteig angekommen. Genau da bin ich angekommen, am Bahnsteig. Genau am Bahnhof. Und bin hier hoch. Und das ist mein Zimmer. Ist das nicht geil? Ein Bombenausblick. Guck mal da drüben, ein Parkhaus. Ja, egal, ich bin ja nur hier wegen ein paar Stündchen schlafen, nicht? Wollte ich euch bloß zeigen, ich treffe mich gleich mit meinem Sohn und geht ab ins Stadion. Was ich fast vergessen hatte, der Hamburger Sommerdom war gewesen und da war natürlich die Hölle los. Ein schönes Gefühl, wieder hier zu sein nach 4 Jahren. Jeder Fußballfan kann mich, glaube ich, verstehen. Und dann habe ich was entdeckt. Eine 0,0 Bannwerbung. Da war ich natürlich begeistert. Das Tja, Freunde der Sonne, der FC St. Pauli hat zwar leider verloren, 2-0, aber der Tag war wunderschön. Und im Übrigen, Apfelschorle schmeckt sehr gut beim Fußball. Aber der schöne Tag war noch nicht um. Denn mein Sohn arbeitet im Café Olé in Ottensen in Hamburg
Und da hat er gesagt, Papa, da gibt es 0,0 Bier. Wann ist dein Termin morgen? Weiß ich gar nicht. Ich könnte jetzt diesen Zug nehmen, aber da ist die Hoteltür. Ja, ich habe es getan. Zum allerersten Mal. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, 20 Jahre ist es bestimmt her, dass ich das letzte Mal mit McDonald's war. Aber ich hatte Hunger. Guten Morgen, jetzt geht's ab ins UKE. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht, welche Uhrzeit ich da sein soll. Man muss ja vorher Blut abnehmen. Tja, ich war 10 vor 8 da und um 8 war ich dran und ich kann euch sagen, die Blutwerte waren top. Ja, das war mein Fußballwochenende. Wie habe ich mich gefühlt? Im Prinzip war alles wie immer. Also ich habe da 0,0 Gedanken daran, irgendwie Alkohol zu trinken. Es hat wieder riesen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich war an den Wochenende sogar noch beim Geburtstag. Das hat mir alles nichts ausgemacht. Ich rede jetzt nur von mir. Jetzt werden viele sagen, ja, das bildest du dir ein und das würde ich nicht machen. Ich rede jetzt nur von mir. Also mir hat nichts getriggert. Wie gesagt, ich habe, viele, die mich kennen, ich habe einfach aufgehört, Alkohol zu trinken damals. Und da habe ich auch nichts gezittert und keinen Entzug gehabt. Trotzdem muss ich sagen, das ist ein bestimmter Punkt, da bin ich ehrlich, geht es mir dann doch ein bisschen auf den Keks. Ist ein Beispiel jetzt beim Fußball. Wenn jemand zu betrunken ist und dann nur Blödsinn macht. Also ich habe ja viel beobachtet, wenn man nüchtern ist, beobachtet man ja viel. Und da habe ich gesagt, so überlegt, sage ich, Mensch, so einen Blödsinn habe ich auch mal gemacht. So rumgeschrien oder irgendwie so doofes Zeug rausgeplumpst aus dem Mund, was man ja nüchtern nie machen würde. Ich fand es ja immer noch lustig, aber wenn mir dann jemand ein bisschen so viel erzählen will, wenn er zu viel getrunken hat, dann bin ich ehrlich, dann sage ich, geht mal ein bisschen auf den Keks. Wiederum sage ich mir, ich war genauso und also so schlimm ist es jetzt nicht, dass ich denjenigen sage, komm, geh weg, du bist zu betrunken, das mache ich jetzt natürlich nicht. Aber innerlich spüre ich schon, dass mir das auf den Keks geht. Das ist aber eine Nuance, wo ich jetzt mich darüber aufregen könnte, Anführungsstriche. Das sehe ich halt jetzt anders. So. Ansonsten muss ich sagen, macht das sogar noch mehr Spaß, Fußball nüchtern zu betrachten und zum Fußball zu gehen. Da würden jetzt viele sagen, ey, der hat doch eine Macke, Fußball ohne Bier geht nicht. Genauso habe ich auch vorher gequatscht. Also ich muss sagen, nüchtern fetzt, also nüchtern betrachtet, ist das schon eine geile Sache, muss ich echt sagen. Das Leben fetzt. So, denkt dran, ihr wart gerade Teil eines Experiments. Ich löse das Ganze nächste Woche Sonntag auf. Ich wäre gespannt, was dabei rauskommt. Tschüssikowski, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, ich hab euch lieb. Tschüss.